Dim, 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 dim. Willkommen, liebe Freunde. Wir spielen heute mal was ganz Neues. Und zwar Dredge. Müsst ihr gerade mal gucken, wie das heißt. Oder beziehungsweise was das heißt auf Deutsch. Das ist ein Schleppnetz. Denn wir sind Fischer. Und das ist alles, was ich über dieses Spiel weiß. Wir spielen natürlich wie immer exklusiv auf dem Steam Deck. Euer Steam Dad. Ich habe das Spiel noch gar nicht gestartet. Wie gesagt, ich weiß, wir sind Fischer. Es soll super chillig sein. Wir lernen irgendwas über Inseln. Und das war's. Wir gehen rein. Wir spielen in Full HD. Schauen wir mal, wie die Performance ist, das Spiel hat. Knapp unter 1 GB. Von daher denke ich mal, sollte alles gut sein. So, hier steht Tiefen ausloten. Wir überspringen natürlich nichts. Wir gucken uns das Intro an. Stellenausschreibung. Angler gesucht. Oh. Kleine Titanic. Unten rechts steht übrigens, wo ich drüber bin, Tiefen ausloten. Wenn er lädt. Das Morgenlicht blendet dich und du versuchst dich aufzurichten. Du liegst auf dem kalten, nassen Dock, wo du in der Nacht zuvor zusammengebrochen bist. Ein kleiner Mann bellt einer Handvoll Arbeiter, die in der Nähe gerade vom Bord eines Boots gehen, Befehle zu. Der Mann bemerkt dich. Bürgermeister, willkommen in den Großmark. Ich muss schon sagen, dein erster Auftritt war ganz schön dramatisch. Du hast also bereits Bekanntschaft mit den zerklüfteten Felsen entlang der Bucht gemacht. Hast du den Leuchtturm nicht gesehen? Er hat dich direkt angestrahlt. Aber egal, ich freue mich, dass unser neuer Fischer noch am Leben ist. Dein Boot war total demoliert, aber ich habe deine Sachen auf eines unserer alten Boote schaffen lassen. Wir sehen uns später, dann können wir die Einzelheiten besprechen. Ich werde dich zum Fischen rausschicken. Mal sehen, ob du den Frachtraum vollbekommst und dich orientieren kannst. Und zuletzt will ich dich noch daran erinnern, bei Sonnenuntergang zurückzukehren, bevor der Nebel aufzieht. Vergiss die Zeit nicht, sonst wird es unangenehm. So, wir sind in Großmark gestrandet tatsächlich. Ich mache mich mal ganz kurz ein kleines Stückchen höher, denn ihr seht, unten rechts steht ablegen. Das heißt, wenn wir B drücken, legen wir ab. Oben rechts sehen wir aber noch mit Y, dass da irgendein Boot ist und deswegen klicken wir da mal drauf. Also, die Fracht, Fahrgeschwindigkeit, Fanggeschwindigkeit, Scheinwerfer, fangbare Fischarten, Küstennähe. Wir haben keinen Schaden und was wir haben, ist ein seltsamer Motor. Scheint leistungsfähiger zu sein. Okay, und wir haben eine Angel, eine einfache Angelroute. Dort können wir in Küstennähe angeln. Die Kajüte, wir haben Missionen. Fange Fisch für den Tag. Da gehen wir gleich rein. Ich finde den Artstyle übrigens extrem geil. Richtig, richtig gut. Ich liebe einfach solche kleinen Indie-Games, wobei es halt einen Preis hat, der nicht einem Indie-Game entspricht. 24,99, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es das wert ist. Wir legen ab. Ich muss B gedrückt halten. Fahre vorwärts mit L, drücke L zurück, um rückwärts zu fahren. Wende mit links und rechts. Also ganz normal mit dem Stick, mit dem linken, fahre ich jetzt ein wenig durch die Gegend. Dreh die Kamera mit dem rechten Stick. Oh, sieht das schön aus. Unfassbar schön. Fahre zu einem Fangplatz. Beobachte die Wasseroberfläche. Entdeckst du bewegtes Wasser? Drücke A, um zu fischen. Aufgewühltes Wasser, Bestand niedrig, Flachwasser. Du hast für diesen Fangplatz nicht die richtige Ausrüstung. Bin ich schon zu weit? Ich darf nur in Küstennähe, ne? Da fahren wir mal. Ich möchte nicht direkt mein neues Boot kaputt machen. Dann fahren wir mal in Küstennähe. Das müsste hier sein, denke ich mal. Oh, die Musik, ne? Fantastisch. Hier können wir angeln, das machen wir. Bestand hoch, Küstennähe. Fischen starten mit X. Drücke X zur richtigen Zeit, um die Schnur schneller einzuholen. Also,
Oh, eine blaue Makrele. Ach, guck mal, ich habe also einen Frachtraum, der begrenzt ist. Da ist natürlich so ein kleines Puzzle-Element mit dabei. Das ist schon richtig gut. Erinnert mich an so ein paar Boardgames tatsächlich, wo man genau. Isle of Cats ist es, genau. Isle of Cats, vielleicht kennt es jemand. Genau, wenn ich X drücke, hier, X, bei den grünen Punkten, dann hole ich schneller ein. Die Zeit, seht ihr oben, läuft. Wir haben jetzt, oh, das war schlecht. Wir haben, beim Fischen vergeht die Zeit auf jeden Fall schneller. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, wann die Sonne untergeht, ob der Bürgermeister da was gesagt hat. Dieser Fangplatz ist erschöpft. Okay, das heißt, hier gibt es nichts mehr. Mit B gehen wir zurück und gucken mal, ob hier noch. Die Zeit läuft nun nur weiter, wenn du in Bewegung bist, fischst oder bestimmte Aktionen ausführst. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schluck trinken möchte, geht's nicht weiter. Sehr gut. Ah, das scheint einfach so ein kleines Spiel zum Runterkommen zu sein. Ne? Aktuell läuft ja The Last of Us bei mir auf dem Kanal. Macht mich teilweise richtig fertig. Und ich glaube, das ist ein richtig, richtig schönes Kontrastprogramm. Guck mal, ich glaube tatsächlich, ich bin gar nicht mehr in Küstennähe. Ich muss anscheinend mein Schiff upgraden. Eine treibende Boje. Sie soll einen sicheren Weg durch gefährliche Klippen und unsichtbare Hindernisse weisen. Das schwache Licht schenkt einen kurzen Moment des Trostes in der Düsternis der Nacht. Oh, Entschuldigung. Ach, oh, ich kann das Licht anmachen mit X und mit dem linken Button. Ach, guck mal, Scheinwerfer, Nebelhorn, ein lautes Horn, macht auf dich aufmerksam. Fernglas, das benutzen wir jetzt mal. Richtig gut, richtig gut. Spiel ist übrigens von Team 17, Team 17. Ich glaube, die haben doch damals Worms gemacht. Ne? Hier Worms, Armageddon und so. Unfassbar gutes Spiel. Und haben in der Zwischenzeit natürlich sehr, sehr viele Games rausgebracht. Stehen in der Regel eigentlich immer für Qualität. Du gehst in Großmark an Land. Der Bürgermeister wartet in der Nähe. Ah, ich sehe, du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Sehr gut. Bevor du in die Stadt gehst, sollten wir noch über dein Boot sprechen. Wie ich schon sagte, war dein altes Boot zu stark beschädigt, um es noch zu reparieren. Ich würde dir aber sehr gern dieses Ersatzboot veräußern. Es könnte bald dir gehören. Ich nehme an, dass es dir im Moment am nötigen Kleingeld fehlt, also gebe ich dir ein Darlehen. Doch ich will es dir leicht machen. Bis deine Schuld getilgt ist, wird ein winziger Teil deiner Fischfangeinnahmen der Schuldenbegleichung dienen und ein kleiner Teil der Zinsen wird in Stadtverschönerungsmaßnahmen investiert. Also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen, du verkaufst Fisch auf dem Markt, um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung so mit Nahrung zu versorgen. Kapiert? Entweder mache ich, der Fisch verkauft, hilft der Stadt und begleicht meine Schulden. Verstanden. Oder wo kann ich den Fisch verkaufen? Auf dem Markt. Also los jetzt und verkauf deinen Fisch, solange er noch frisch ist. Rückzahlung für Schiffsdarlehen für 50 Dollar. Oh, das ist gut. Wir gehen zum Fischhändler. Bestätigen mit A. Ich finde den Artstyle so gut. Ne? So gut. Du betrittst eine schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes. Der allgegenwärtige Geruch von Fisch erfüllt die Luft. Fliegen umschwirren einen melancholisch wirkenden Mann, der hinter dem Tresen steht. Fischhändler. Du bist also der neue Fischer, was? Überrascht mich, dass man so schnell einen Ersatz gefunden hat. Was ist denn mit dem anderen passiert? Er. Hier draußen braucht es einen bestimmten Menschenschlag. Das Leben hier ist nicht für jeden was. Kommen wir zum Geschäft. Ich bezahle dich für Fisch. Je größer und frischer, desto mehr Geld gibt es. Auch sind manche Arten wertvoller als andere. Andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr. Aber da du hier noch Schulden hast, schlage ich vor, dass du die erst einmal hier abbezahlst. Also, lass mal sehen, was du da hast. Ah, guck mal, der ist alles frisch. Okay. Ja, komm, den kriegst du. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht?
Ich will den ja gar nicht platzieren, ich will den verkaufen. Verkaufen mit X. Weg, weg, weg. Ich glaube, ach guck mal, oben links seht ihr übrigens, dass meine Schulden getilgt werden. Ich frage mich gerade, kann ich den, ach mit, wenn ich X gedrückt halte, kann ich allen Fisch verkaufen, okay. Wir gehen zurück in die Stadt. Der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischhändlers. Hervorragende Arbeit. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du dieser Stadt von Nutzen sein wirst. Mission aktualisiert. Sieh mal, das habe ich unten bei den Docks gefunden. Ich bin sicher, jemand wie du weiß, was man damit anfängt. Warum nimmst du es nicht? Ein Forschungsteil, ein seltsam aussehendes Ding. Okay, wir müssen es erst am Dock untersuchen. Wir nehmen das natürlich und platzieren das einfach mal irgendwo. Oh, noch eine Sache. Unsere Schiffsbauerin erwähnte, dass sie an deinem Boot einige vorteilhafte Umbauten vornehmen könnte. Schau doch mal bei ihr vorbei. Welche Möglichkeiten haben wir? Fischhändler waren wir schon. Mein Lager. Gucken wir einmal ganz kurz rein. Okay, das heißt, wir haben die Möglichkeit, Sachen, die nicht mehr in unser Schiff passen, ins Lager zu packen. Wir können zur Schiffsbauerin gehen, Forschung, Ruhen und ablegen. Wir gehen zur Schiffsbauerin. Als du die Werft betrittst, siehst du die Schiffsbauerin, die gerade einen kaputten Rumpf repariert. Sie sieht kurz zu dir hoch und wendet sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Du musst der neue Fischer sein. Ich kann an deinem Boot in der Werft einige Umbauten vornehmen. Allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe. Bezahlt wird im Voraus und jede dieser Arbeiten benötigt Zeit. Und sollte es Schäden am Boot geben wegen der Felsen oder warum auch immer, ich kann das wieder flicken, meistens. Okay, also wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, ob mein kleiner Ausflug gegen die Boje Schaden verursacht hat. Sie zuckt mit den Schultern und weist auf den Rumpf, den sie gerade repariert. Etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt, obwohl sie weit über der Wasserlinie liegen. Sieh dich ruhig um, aber denk dran, je größer das Ausrüstungsteil, desto länger dauert der Einbau, also plane sorgfältig. Mal, das ist eine beschwerte Leine. Fischarten Flachwasser. Boah, die ist aber teuer, ne? 150. Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben nur 41 Dollar. Und was ist das? Ein einfacher Skimmer. Können wir uns auch nicht leisten. Schade. Kann ich denn die vielleicht verkaufen? Für 37,50. Das heißt, dann haben wir gute 78. Und die kostet 75. Wir probieren es mal. Guck mal, hier gibt es noch Schiffsteile. Scheinwerfer. Wir probieren es mal. Hoffentlich geht es nicht schief. Die verkaufen wir. Haben jetzt 79 Dollar. Guck mal, und sie will direkt 75 dafür haben. Wahnsinn. Und die kaufen wir uns. Und können wir die auch drehen? Ja. Ah, Einbauzeit. 2 Stunden, genau. Wann geht die Sonne unter? Ich glaube, wir fahren nicht mehr raus. Das dauert zu lange. Können wir was forschen? Hydraulische Angelroute. Fischarten ozeanisch. Wir haben ein Forschungsteil, das seht ihr oben links. Und unter den jeweiligen Sachen ist anhand der, ja, was sind das? Ihr wisst, was ich meine, ne? Anhand der Teile angegeben, wie viele Forschungsteile man braucht. Was wir uns leisten können, ist entweder das hier, wo keiner weiß, was das ist. Das scheint aber ein Tech-Tree zu sein. Also ich brauche wahrscheinlich erst das, um weiterzukommen. Wir investieren das einfach mal. Gucken mal, was das bringt. Aha, okay, das heißt, jetzt muss ich sie noch kaufen anscheinend. Okay. 410. Okay, das heißt, wir können Sachen erforschen, müssen die danach aber kaufen. Wir ruhen uns aus. Ich glaube, der Tag ist vorbei. Fahren wir direkt raus. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und jetzt müssten wir ja auch ein bisschen weiter rausfahren können, ne?
hier hin und fischen. Flachwasser. Ach, weil ich meine verkauft habe, kann ich in Küstennähe nicht mehr fischen. Okay, es ist also nicht so, dass wenn man eine bessere Angel hat, dass man automatisch auch bei den schlechteren Sachen fischen kann, sondern man braucht anscheinend für jede einzelne Art eine eigene Angel. Denke ich mal. Werden wir sehen. Wir sind jetzt aber hier im Flachwasser und gucken mal, ob es hier bessere Fische gibt. Eine Golfflunder. Okay. Ganz schön groß. Packen wir hier hin. 38 cm. Ein erbärmlicher Feiger auf dem Meeresboden hausender Fisch. Noch eine. Noch eine. So würde ich noch zwei weitere hinbekommen. Okay, der Fangplatz ist erschöpft. Das heißt, wir gucken mal, wo es noch... Alles wirklich ein Spiel. Ich glaube, das kann man sehr schön nach einem langen, stressigen Tag auf der Couch spielen. Einfach, um ein bisschen runterzukommen. Und ja, typisches Wohlfühlspiel. So. Oh, was ist das denn? Ein grauer Aal. Sehr cool. Jetzt haben wir da... Ach, guck mal, da unten passt er noch rein. Sehr gut. Oh. Noch ein. Jetzt können wir das umplatzieren. Ja, dann könnten wir hier noch einen Aal reinpacken. Oh. Okay, der Fangplatz ist erschöpft und ich glaube, selbst wenn wir jetzt hier noch ein bisschen umbauen, bekommen wir nicht mehr ganz so viel hin. Also Rückwärtsgang rein, damit wir nicht gegen den Felsen fahren und zurück in unser wunderschönes Dorf. Wo ist die Musik? Controller Support ist übrigens perfekt bei dem Spiel, wie gesagt, ne? Komplett auf dem Steam Deck. Frames seht ihr oben links, obwohl wir hier in Full HD spielen, also das Spiel braucht nicht viel. Läuft natürlich trotzdem in 60 Frames. Heißt, ich kann mir gut vorstellen, hier kann man sicherlich im Hand- oder wenn man ganz normal einfach nur im Handheld-Mode spielt, im Akkubetrieb problemlos auch ja, letztendlich das Steam Deck so ein bisschen limitieren, dass einfach Akku gespart wird und das ist wahrscheinlich ein typisches Spiel, bei dem ich mir vorstellen könnte, 4,5, 5 Stunden sollte problemlos drin sein mit dem Akku. Fischhändler, ich habe eine Sonderbestellung reinbekommen. Wenn du sie erfüllst, kann ich dich besser als sonst bezahlen. Der Kunde will eine Golfflunder und einen grauen Aal. Habe ich doch. Bring sie mir einfach, wenn du sie hast. Um die zu fangen, brauchst du eine Angelausrüstung für Flachwasserschiffe, Fische. Hast du schon den Fisch? Aber na klar. Lass einfach hier, was du schon hast. Ich lege die Bestellung auf Eis, bis alles fertig ist. Zack. Ah, okay. Das heißt, jetzt seht ihr hier, Klick auf linker Stick, gehe ich rüber. Das heißt, wenn ich auf die Sticks klicke, kann ich direkt den Platz oder beziehungsweise den Screen wechseln. Der Fischhändler wickelt den Fisch ein und gibt dir ein wenig Geld. Gut, gut, damit sollte der Kunde zufrieden sein. Ich habe hier noch eine Bestellung. Diese ist ein wenig spezieller. Gewünscht werden ein paar Kalmare und ein ganzer schwarzer Zackenbarsch. Heutzutage fischen nicht viele nach Kalmaren, denn diese Art ist nachtaktiv. Und du weißt ja, was nachts hier los ist. Also viel Glück. Ja, dann würde ich sagen, verkaufen wir alles. Und gehen gleich auf jeden Fall nachts fischen. Und dann können wir auch mal unsere Lichter ausprobieren. Ich schaue gerade, ob wir uns noch irgendwas leisten können. Schleppnetze haben wir noch nicht. Scheinwerfer
Wir haben ja Licht eigentlich dran, ne? Aber ich glaube, wenn wir gleich in der Nacht oder in der Nacht los wollen, brauchen wir auf jeden Fall Licht, weil ich glaube, das war einfach nur eine normale Lampe, die wir haben. Wir kaufen sie einfach. Das Geld haben wir, dauert eine Stunde. Wir wollen ja eh im Dunkeln losfahren. Kann ich ein wenig ruhen? Zack. Es ist dunkel und wir fahren jetzt nochmal raus. Okay, wähle deinen Scheinwerfer, indem du LB gedrückt hältst. Mit X schaltest du sie ein oder aus. Das haben wir vorhin schon entdeckt. Ah, sie verbessern deine Sicht, könnte ich aber auch verraten. Ich sehe gerade, guck mal, wir fahren hier von unserem Dorf los. Da hinten gibt es anscheinend ein neues Dorf. Ich glaube, da fahren wir morgen mal rüber und schauen mal, was los ist. Kajüte, Mission. Genau, was haben wir? Wir brauchen 2 Pfeilkalmare und einen schwarzen Zackenbarsch. Okay. Hier haben wir eine Karte. Dort sehen wir verschiedene schwarze Punkte, was mit Sicherheit verschiedenste Orte sind, die wir besuchen können. In der Enzyklopädie sehen wir oder bekommen wir Informationen über verschiedenste Fische. Und Nachrichten haben wir noch keine. So, wir düsen los. Ups. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das Licht an- oder auszuhaben beim Fischen. Was ist das hier in der... Was ist das? Ein anderes Schiff vielleicht? Ich möchte jetzt ungern auf Grund laufen. Ah, eine Flaschenpost. Das schauen wir uns mal... Ups, falscher Knopf. Das schauen wir uns mal direkt an. In der Kajüte, die Nachrichten. 20. August 1927. Es ist der Morgen des zweiten Tages unserer Flitterwochen und unser erster richtiger Urlaubstag. Heute wollen wir uns um die Inseln und zu den Buchten auf der Rückseite von Großmark segeln. Heute wollen wir um die so. Ich liebe diese Felsen, ihre Farbenpracht und Struktur. Außerdem fängt man in diesen flachen Gewässern nicht viel, also kann ich sicher sein, dass er die Hand am Steuer lässt, statt zu angeln. Er hat das Boot letzte Nacht umbenacht in Julie. Mit einer feierlichen Taufzeremonie und allem drum und dran. Er hat das ernster genommen als die Hochzeit. Wahrscheinlich ist es wichtig, alles korrekt durchzuführen, wenn man kein Unglück heraufbeschwören will. Er wollte alles wegwerfen, auf dem noch der alte Name stand, aber ich habe die alte Schlüsselkette aufgehoben. Reichtum des Meeres war ein guter Name. Er hat bestimmt ein Überraschungspicknick vorbereitet. Ich kann in der Kajüte unter einer Decke einen Picknickkorb hervorlugen sehen. Ich liebe es, wenn er versucht, romantisch zu sein. Ob uns das was bringt, so eine Nachricht zu finden? Wahrscheinlich nicht. Ich merke übrigens, dass die Lampe, die ich gekauft habe, echt schlecht ist. Oh, Nebel und andere Dinge können deine Panik steigern. Reduzieren lässt sich dieser Wert durch helle Scheinwerfer und ausreichend Schlaf. Okay, ich fahre mal wieder zurück. Wo ist denn... Guck mal, hier ist der Leuchtturm. Okay. Ich glaube, bevor wir nachts fischen können, brauchen wir einfach... ein besseres Licht. Da ist was. Kann ich da hin? Was haben wir hier? Inspizieren. Der Leuchtturm ragt über dir in den Himmel. Gegen die gefährlichen Klippen darunter schlagen endlos die Wellen. Alle Kreaturen, seien sie menschlich oder nicht, würden zerschmettert und zu ihren Füßen geworfen. Du sinnst über die diesem Bauwerk innewohnende Macht nach. Diese steinerne Säule, von der zahllose Leben abhängen. Wie lange wird er dort noch stehen? Wie lange noch, bis er einstürzt, seinen Zweck erfüllt hat? Der Leuchtturm ragt über dir in den Himmel. Dafür bin ich jetzt diese schwierige Strecke gefahren. So, Freunde, wir fahren zurück. Wir haben 2 Uhr nachts. Ich finde nichts. Es ist nebelig. Wir wollen morgen ausgeruht sein. Ich frage mich beispielsweise, was diese roten Säulen dort sind. Ich glaube, wir sind richtig müde da oben. Das Auge ist ganz schön wild am Zucken. Ja, unser erster Nachtausflug war nix. Oh, was ist hier los? Eine gebeugte Frau kommt die Stufen des Leuchtturms herab und auf dich zu. Sie bleibt in einiger Entfernung stehen und sieht dich besorgt und sichtlich beunruhigt an. Was willst du hier?
Ich bin gekommen, um zu fischen. Ach, für deinesgleichen gibt es hier nichts mehr zu holen, also tu dir selbst einen Gefallen und verschwinde. Sie dreht sich um und schlurft wieder den Pfad hinauf, der zum Leuchtturm führt. Wir schlafen. Oh, der Bürgermeister? Was will der denn noch von uns? Genau dich wollte ich hier sehen. Fährst du zufällig nach Osten Richtung Kleinmark? Könntest du dem Dockarbeiter dort bitte dieses Paket zustellen? Ja, aber nicht mehr heute. Na, ich bin müde und es ist sehr, sehr nebelig. Der Bürgermeister übergibt dir ein kleines, feuchtes, zusammengeschnürtes Paket. Es tropft ein wenig. Der Dockarbeiter wird dich bei Lieferung bezahlen. Bitte beeil dich. Ich will nicht, dass es verdirbt. Ja, okay, da ist ein Fisch drin, aber vergiss nicht, deinen Kompass und deine Karte zu benutzen, falls du dich verirrst. Okay, aber schlafen darf ich doch eben noch, oder? Komm. Düsen war direkt los nach Kleinmark, hat er gesagt. Ach, guck mal, das ist einfach das Dorf, welches wir gesehen haben. Da düsen wir jetzt mal rüber. Einfach geradeaus durch. Wir fischen auf dem Rückweg. Ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt fische, dass dann der matschige Fisch oder was da auch immer drin ist, verdirbt. Und das wollen wir nicht. In Kleinmark gibt es auf jeden Fall viele, viele Fische. Na, und anlegen. Der Dockarbeiter sagt, ist das eine Lieferung? Mal sehen. Er reißt ein kleines Loch ins Papier und blinzelt hinein. Er scheint das Päckchen vor deinem Blick abschirmen zu wollen. Ja, ist schön frisch, eignet sich bestens. Und ich soll dich jetzt wohl bezahlen, was? Er gibt dir ein wenig Geld. 25 Dollar, okay. Ich habe diese alte Schwarte vor ein paar Wochen bekommen, konnte damit aber nichts anfangen. Dir wird sie sicher mehr nützen. Er zieht ein zerknautschtes Buch aus seiner Gesäßtasche und reicht es dir. Einige der Seiten sind zerknickt. Bewahre es in der Kajüte auf, vielleicht kannst du es auf See lesen. Komm gern nochmal zum Plaudern hierher, ich weiß, wie einsam es sein kann. Ach, hier habe ich auch ein Lager. Okay. Und ein Händler, du betrittst ein hell erleuchtetes Geschäft. Es ist vollgestopft mit Antiquitäten. In den Regalen lagern Schmuckstücke und anderer Tand. Tand? Tant. Ein alter Mann sieht dich über den Rand seiner Brille hinweg an. Hallo, ist das? Nein, wir haben uns wohl noch nicht kennengelernt. Verzeih mir, meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich habe mich auf Antiquitäten und Schmuck spezialisiert. Ich kaufe alle besonderen Schmuckstücke, die du mir bringst. Hast du heute vielleicht etwas Schönes für mich? Ich glaube nicht. Nee, sorry. Okay. Ich schau mal ganz kurz ins Buch rein. Nachhaltiges Fischen. Okay. Ich habe draufgeklickt. Jetzt steht hier als aktives Buch ausgewählt. Das heißt, ich kann es nicht selber lesen, sondern wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwie warte beim Fischen. Komm, wir schauen mal, ob ich hier... Ja. Bestand niedrig, aber mal... Oh, das ist aber schwierig, ne? Zack, zack, zack. Ein Stachelrock, Rochen. Wow, warte mal, den können wir so drehen. Und noch ein Stachelrochen. Okay, ich kann mir schon vorstellen, dass das mit der Zeit schwierig wird oder schwieriger wird, hier die Fische zu platzieren. Dieses Puzzle-Element, muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Ich mache mal ganz kurz die Kamera weg, damit man sieht. Ups, das war das falsche Bild. Ich will mich verschieben, damit man einfach sieht, wie es dahinter aussieht. Ne? Genau, hier gibt es nichts mehr zu holen. Wir fahren weiter. Da hinten ist eine Flaschenpost, die hole ich mir
Die hole ich mir. Ja. Schatten in der Tiefe. Wir haben ja erst 12 Uhr. Aber noch weiter fahre ich nicht raus. »21. August der Kajüte hinzugefügt.« Ach, guck mal, jetzt habe ich schon 18% gelesen. Das heißt wahrscheinlich dadurch, dass ich einfach rumfahre, wird automatisch was gelesen, was mir dann halt wahrscheinlich, ja, was bringt, ne? Am Ende was, das werden wir sehen. Guck mal, einen Tag später. Wir hatten in den seichten Gewässern hinter Großmark gestern einen kleinen Unfall. Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich ein Felsen vor uns auf und das Boot rammte ihn. Der Rumpf wurde nicht durchgeschlagen, aber wir wurden ordentlich durchgeschüttelt und ein paar Sachen gingen über Bord. Wir haben nicht gesehen, was es war, aber wir glauben, es war nichts Wichtiges. Er brütete später noch über den Notizen zur Umbenennungszeremonie. Er fürchtet, er könnte dabei etwas falsch gemacht haben. Ich wusste gar nicht, dass er so abergläubisch ist. Okay, irgendeine kleine Story auf jeden Fall, die dahinter steht. Jetzt machen wir uns aber erstmal wieder auf den Weg in bekannte Gewässer. Boah, das ist ein großer Fisch, der da ist. Den kann ich bestimmt nicht fangen. Nee. Schade. Leute, wir brauchen mehr Geld. Definitiv mehr Geld. Ich möchte mehr Angeln haben. Ich möchte hier richtig schön upgraden. Hier kann ich auch nicht. Das ist auch das Küstennähe. Ich glaube, ich muss mir nochmal die alte Angel kaufen, die ich für 30 oder was das war verkauft habe. Ja. Wir düsen mal eben zurück. Mal gucken, was wir für die beiden Rochen bekommen, die wir gefangen haben. Solltest du je auf die Jagd nach besonderen Arten gehen, konsultiere deine Enzyklopädie. Dort findest du alle nötigen Informationen. Oh, wir bekommen für die beiden Fische $120, von denen wir halt 18 wieder abgeben müssen. Aber jetzt können wir mal schauen, was wir fangen können. So Küstennähe, Flachwasser, Flachwasser. Die Angel ist für Flachwasser. Das heißt, wenn wir die Küstennähe wieder haben wollen, und das möchte ich gerne, dann kaufen wir das, was wir ihr verkauft haben, wieder ab. Für doppelt so viel Kohle. Aber okay, so ist das. Hiermit werden wir einfach ein wenig schneller, können wir uns aber eh nicht leisten. Genau, es ist spät. Ich würde sagen, wir schlafen bis zum nächsten Morgengrauen. Es regnet. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Oh. Aber wir schauen mal, jetzt müsste ich ja sehr viel mehr fischen können und ich hoffe mal, dass ich meinen Frachtraum voll machen kann. Wir haben eine blaue Makrele und es ist direkt erschöpft. Okay. Kabeljau. Der passt da perfekt rein. Oh, eine Trophäe gefangen, okay. Der passt da rein. Größe 1,12 Meter. Wow. Der bringt uns hoffentlich viel Geld ein. Okay, der Fangplatz ist erschöpft. Dann schauen wir mal, wo wir noch hindüsen können. Ist das schon zu weit draußen? Vielleicht. Nein, da können wir... Oh, Bestand hoch. Sehr gut.
sind halt wieder nur die Standardmakrelen, aber wenn wir damit das Lager voll machen können, beziehungsweise den Frachtraum, dann sage ich dazu nicht nein. Hätten wir noch perfekt Platz für zwei Kabeljaus. Mal gucken, ob wir die noch finden. Dann haben wir alles voll. Das wäre natürlich super. Da wäre ich auch gespannt, ob es irgendwie ein Achievement gibt. Bei Steam so eine Art, fülle deinen Frachtraum zu 100%. Oh, ich glaube, das ist sogar ein Kabeljau. Ja! Jetzt bin ich gespannt. Ja, perfekt gepackt. Fülle deinen Frachtraum komplett. Das gibt's nicht. Richtig gut. Ab geht's. Ab nach Hause. Das war ein sehr erfolgreicher Tag, glaube ich. Ich bin gespannt, was ich für die Fische bekomme. Aber ich glaube, das bringt mir sehr viel, dass ich auf jeden Fall mich gut aufleveln kann oder gute neue Sachen kaufen kann. Das rote Licht, das möchte ich echt wissen, was das ist. So, Fischhändler. Jetzt schauen wir mal. Allen für 147 insgesamt. Okay, ich hätte jetzt mehr gedacht. Ich bin gerade am Überlegen, die Mission von ihm. Oh, ich habe gerade den einen Fisch zum Lager gepackt. Wieso habe ich den zum Lager gepackt? Ich möchte nur eigentlich verkaufen. Der Bürgermeister geht schnell auf dich zu. Er scheint gut aufgelegt zu sein. Sein Schritt ist federnd. Es gibt gute Neuigkeiten. Auch dank deiner Bemühungen wächst Großmark weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere Stadt kommen. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin ihre Werkstatt erweitern darf. Das alte Trockendock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um die Dienste des Fischhändlers zu verbessern. Er wird sicher bald auf dich zukommen. Arbeite auch weiterhin so gut. Wir sind froh, dass du hier bist. Trockendock, was gibt's denn da? Das ist das Trockendock. Hier können wir deinem Boot ein paar prägnante Verbesserungen verpassen. Ich spreche von mehr Platz, mehr Befestigungspunkten für Ausrüstung und sogar einen besseren Rumpf. Für diese Projekte brauchen wir einen ordentlichen Vorrat an Material. Bauholz, Metallschrott, solche Sachen. Genau, wie komme ich an Material? An der Küste findet man jede Menge gutes Material. Vor allem die Schiffswracks sind eine Goldgrube. Ich bin sicher, du findest einen Weg, etwas zu besorgen. Materialien für Verbesserung werden hier gelagert. Mach dir also keine Sorgen, wenn du erstmal nur die Hälfte hast. Oh, guck mal. Ich kann mir noch gar nichts davon leisten, tatsächlich. Na, wir können mehr Scheinwerfer bekommen, mehr Motoren, Netzplätze. Später gibt es noch mehr Angelplätze. Genau. Haben wir aktuell noch nicht. Ist aber auch gar kein Problem. Wir gucken mal bei der Schiffsbauerin rein. Warte mal, das war eine Küstennähe. Flachwasser. Das ist auch Flachwasser, auch Flachwasser. Das ist ozeanisch, aber so weit komme ich wahrscheinlich eh nicht raus, oder? Guck mal, der bringt uns 10 Knoten mehr. Der hier ist 14 Knoten. Das heißt, dann sind wir fast doppelt so schnell. Komm, wir probieren es. Mein Gott, warum nicht? 2 Stunden können wir schlafen gehen, Tag vorbei. Ich glaube, das war ein sehr guter Tag. Wir gehen schlafen und spielen auf jeden Fall noch einen Tag. Wir sind zwar bei 40 Minuten, aber lasst uns noch einen Tag machen. Ich glaube, der Bürgermeister war da und wollte was. Ich lege noch mal mit an. Was kann ich für dich tun? Achso,
Was ist mit dem letzten Fischer passiert? Hm? Der letzte Fischer? Oh, er war sehr unzuverlässig. Er fuhr nachts raus, kam ohne einen einzigen Fisch zurück und verschlief dann den ganzen Tag. Außerdem war er ein schlechter Bootsführer, wirklich schlecht. Ständig lief sein Boot auf Grund, selbst am helllichten Tag. Der Schiffsbauerin ging beinahe die Planken aus, so viele Reparaturen fielen an. Nein, er taugte nichts und eines Abends verschwand er dann und tauchte nie wieder auf. Adieu, wir werden ihn hier nicht vermissen. Also, was kann ich noch für dich tun? Wir wollen was über die Gegend erfahren. Aber sicher gibt es einen Ort, der dich besonders interessiert. Also, der wichtigste Hafen dort heißt Unfeld. Du findest ihn, wenn du direkt auf die Klippen zufährst. Man kann ihn nicht verfehlen. Ist eine Walfängerstadt, aber ich weiß kaum etwas darüber. Es sind wohl ziemlich viele Leute von dort weggegangen. Die anderen Sachen gucken wir uns später an. Wir wollen ja noch ein bisschen Action. Und von daher fahren wir jetzt raus und gucken, ob wir es nochmal schaffen, unser Boot voll zu machen. Oh, eine groteske Makrele. Eieiei. Durchsuche die Kajüte nach Boni. Okay, jetzt schauen wir einmal ganz kurz. Vergammelte Schuppen und hervorstehendes Augen. Was für ein Anblick. Wir könnten die zurückwerfen, aber vielleicht bringt die uns irgendwas. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal in die Kajüte rein. Nachhaltiges Fischen haben wir abgeschlossen. Chance von 10% im Fischbestand nicht zu gefährden, wenn man einen Fisch mit der Angel fängt. Ach, sehr gut. Düsen wir mal weiter. Okay, dort, wo wir jetzt gefischt haben, ist tatsächlich nicht mehr so viel. Das heißt, das dauert anscheinend ein paar Tage, bis es zurückkommt. Wir sehen hier irgendwas Komisches. Ist da stinkender Fisch drin? Ich weiß es nicht. Das gibt's doch nicht. Warum sind hier nur auf einmal so Gammelfische? Okay, eine normale blaue Makrele. Noch eine. Hm. Schon wieder so ein Gammel. Oh. Ich bin gespannt, was der Fischhändler dazu sagt. Wenn das jetzt super schlecht ist, dass wir die Fische haben, dann werde ich die nächste Mal auf jeden Fall einfach wieder ins Wasser schmeißen. Wisst ihr was? Ich schmeiß den Gammelfisch zurück. Und jetzt schauen wir nochmal, dass wir 3 Kabeljaus bekommen, damit wir wieder voll sind. Oh, ich bin ja viel schneller, stimmt. Ja, da gibt's Kabeljaus. Sehr, sehr, sehr gut. Es gefällt mir richtig gut mit diesem Element, dass man auch so ein bisschen gucken muss, wie man alles ablegt in seinem Frachtraum. Ist einfach so ein kleines Puzzle-Element, was ich super charmant finde. Und wie gesagt, die Grafik, ich stehe auf sowas. Ne? Also ich stehe auf diesen Comic-Look. Finde ich super. So, wir liefern das jetzt ab. Was willst du heute? Du übergibst dem Fischhändler den grotesken Fisch. Er grinst, hält sich den Fisch dann direkt vors Gesicht und nimmt einen tiefen Atemzug. Ja, das gefällt dir, das glaube ich. Ah, das ist genau die Art von Kreatur, die mir den Tag versüßt. Ich frage mich. Er lässt seine Finger bei dem Fisch gleiten, als wollte er etwas ertasten. Er drückt auf seiner Seite hinein und etwas zeichnet sich unter den sich aufwölbenden Schuppen ab. Er schneidet den Fisch auf. Aus seinem Magen zieht er ein kleines Stückchen Stoff, das er auf dem Tresen vor sich ausbreitet. Es ist ein zart gemusterter Taschentuch. Also, so etwas ist mir noch nie untergekommen. Ich überlasse dir dieses Ding und den Fisch bezahle ich dir natürlich auch. Ist nicht der erste entstellte Fisch, den ich hier sehe. Ich bin sicher, du findest bald noch mehr davon und ich würde dich gut dafür bezahlen. Okay.
Das Taschentuch packen wir jetzt einfach mal ins Lager, weil ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Das heißt also, wenn wir grotesken Fisch haben, auf jeden Fall behalten. Ein Mann blickt dich durch das Fenster deiner Kajüte an. Sein Gesicht liegt im Schatten. War das nicht der alte? Ne, den alten Fischer haben wir nicht gesehen. Ich glaube, das waren wir am Anfang, ne? Ich weiß, was du dem Fischhändler gebracht hast. Und damit wir uns richtig verstehen, ich weiß auch, was er dem Fisch aus dem Bauch gezogen hat. Ich muss mir das ansehen, aber nicht hier. Triff mich auf der Schwarzfelseninsel. Verlasse dafür die Bucht und fahre Richtung Süden. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich werde warten. Ist das in unserer Mission drin? Wo komme ich nochmal in die Mission rein? Hier, Kajüte. Triff dich auf der Schwarzfelsinsel. Leute, ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt für einen kleinen Cliffhanger, damit wir das Spiel hier beenden für heute. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen. Wie gesagt, mir macht super viel Spaß. Ist super chillig, rumfahren, ein bisschen Fische sammeln, dabei sein Boot verbessern. Es passiert auch tatsächlich dauernd etwas, ne? Also entweder haben wir ein paar neue Gebäude, die wir besuchen können, oder jetzt diese Sache mit dem grotesken Fisch und mit der neuen Mission, die wir haben. Also das Spiel macht einen echt guten Job dabei, mich bei Laune zu halten und zu sagen, ach komm, einen weiteren Tag mache ich noch. Einen weiteren Tag mache ich noch. Wenn ihr Bock habt auf mehr Tage, dass wir hier nicht nur einmal kurz das Spiel anspielen, sondern auch mal ein bisschen länger spielen, lasst es mich wissen. Dann werde ich auf jeden Fall noch einen weiteren Teil davon aufnehmen. Und bis dahin, wenn ihr Lust auf das Spiel habt, 24,99, recht neu bei Steam. Ich glaube, gestern rausgekommen. Schlagt gerne zu. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.